Bevor das Video startet, habe ich zwei Neuerungen in meinen News geplant. Zum einen Mikes Meinung, wo ich zu einem oder mehreren Themen meine Meinung äußern werde, und zum anderen den Community-Kommentar, wo ich einen von euren Kommentaren mit ins Video packe und darauf eingehe. Hallo Formel 1-Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Da 2021 die Einheitsteile kommen werden und von daher auch die Bremsen betroffen sind, hat sich Bremsenzulieferer Brembo beworben. Die Italiener schlagen vor, dass man die Carbon-Carbon-Scheiben durch Carbon-Keramik-Scheiben ersetzen könnte, da sie zum Beispiel in Supersportwagen wie dem McLaren Senna verwendet werden. Einziger Nachteil ist das Gewicht, denn sie würden fast dreimal so schwer sein wie die derzeitigen Carbon-Carbon-Scheiben. Nächstes Thema. Bleiben wir beim Thema 2021, denn es ist wieder etwas offiziell geworden. Dort wird es neben den Einheitsteilen und den Reifen auch Veränderungen rund um das Wochenende geben. Die technische Abnahme und die Pressekonferenz werden von Donnerstag auf Freitagvormittag verschoben. Anschließend befinden sich die Autos im Parc Fermé. Man kann sie also nicht mehr verändern. Grund dafür ist, dass manche Teams zwei unterschiedliche Front- bzw. Heckflügel mitbringen, wie es zum Beispiel Ferrari dieses Wochenende in Kanada macht, um sie ausgiebig im ersten und zweiten freien Training zu testen. Apropos Training, das wird 3 Stunden nach hinten verlegt und findet Freitagnachmittag statt. Bei den Grand Prix in Europa findet das erste freie Training von 13 Uhr bis 14.30 Uhr statt und das zweite von 17 Uhr bis 18.30 Uhr statt. Auch hier gibt es einen Grund, nämlich einen zusätzlichen Ruhetag für die Teams und den Fahrern. Nächstes Thema. Nach der Niederlage vor Gericht hat das Haas F1-Team alle Rich Energy Logos vom Equipment und den Boliden entfernt. Das sollte eigentlich schon in Monaco passieren, doch dazu kam es nicht. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich bin der Meinung, dass man nicht unbedingt alles ändern sollte, weil es ansonsten zu viel Verwirrung gibt. Die Parc Fermé-Regelung vor dem Training halte ich persönlich für keine gute Idee. Das mit der Erholung für die Teams finde ich gut, gar keine Frage, aber die neue Parc Fermé-Regel hätte man auch anders lösen können. Ich hätte den Teams zumindest das erste oder meinetwegen auch das zweite freie Training zum Testen neuer Teile geben. Kommen wir zum Community-Kommentar. Sascha Loll hat folgendes unter das letzte Video geschrieben. Zitat: Ich habe keinen Bock, dass Mercedes wieder gewinnt, aber warum waren 1987 und 2009 keine Kanada-Grand Prix? Ja, wie heißt es auch so schön? Ohne Knete keine Fete und ohne Moos nichts los. Und das ist das Sprichwort. 1987 kann ich dir nicht genau sagen, hat aber mit hoher Wahrscheinlichkeit auch mit hohen Summen an Geld zu tun, aber 2009 war es so, dass Bernie Ecclestone als Grund angegeben hat, dass die Betreiber der Strecke noch Zahlungen für vergangene Rennen schuldeten. Weder die kanadische Regierung noch die Stadt Montreal konnten sich mit Ecclestone auf eine Summe einigen, weshalb der Grand Prix scheiterte. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, ciao!